So Leute, jetzt kann es auch endlich losgehen. Die Katze müssten wir hier kurz rausschmeißen. So, Kuh ist geskillt. Jetzt, ich wollte das hier alles wieder. Jetzt ist das sozusagen hier offiziell mit euch gestartet. Wir zocken Pantheon Mitte, Road to Plastic und... Okay, den habe ich verpasst. Ich habe extra Pantheon gegen gepickt. Ich dachte mir, das ist doch eine ganz gute Idee. Denn gegen Jasuo, das ist natürlich, das sowas muss mehr oder weniger vielleicht ein bisschen mit AD auch gegen gecountert werden. Ich finde, da ist Pantheon auf jeden Fall eine gute Wahl gegen Jasuo. So, da haben wir schön hier den Crit auch am Start jetzt. Oh. Ah, sehr gut, sehr gut. Da haben wir viel Damage bekommen. Ein bisschen aufpassen mit dem Ignite. Kann ja jetzt hier jede Sekunde kommen. Ah, gerade das Ward reingeplaced worden. Schade. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Gut, den haben wir auch gelastet. Den nicht. Den auch nicht. Eine Frage der Ehre. Den aber. Den nicht. So, einen Trank haben wir noch. Ich denke mal, mit Level 3 gehen wir auch gleich drauf gleich. Aber wir sind schon längst Level 3. Fuck, ich habe mein Q aus Versehen zwar geskillt. Dann gehen wir mit Level 4 drauf. Jetzt warden wir hier noch einmal. Und vielleicht einen Trank rein. Auf der Stelle. Fuck, okay. Oh shit, das war richtig eng. Ich habe sogar geflasht und der Flash ging eigentlich fast nach hinten los. Denn erstens habe ich nicht mehr geschafft, noch zu Auto zu attacken. Und zweitens habe ich mein Flash gewastet und habe mich sozusagen in den Tower fast reingeflasht, was noch ein weiterer Tod bedeutet hätte. Also auf jeden Fall war der Flash gerade nicht gut, aber Freunde, sehen wir das Positive daran. Wir haben einen Kill bekommen. Der hat auf jeden Fall Ash gerade immer noch ein bisschen helfen können. Da machen wir jetzt mal unseren Lieblingsstart, den Vini auch mir immer macht. Ich kenne meinen Weg. Und zwar einfach mal drei von diesen netten Swarties hier am Start haben. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich glaube, geflasht wurde er auch von ihm. 17 CS, 19 CS, also ist auf jeden Fall ausgeglichen. Aber wir haben da ein First Blood. Er kauft natürlich jetzt hier erstmal standardweise ein bisschen Crit, damit er auch natürlich ein bisschen Damage gleich macht. So, den hauen wir da direkt so weg und... Ah, fuck, damit ist es falsch gemacht. So. Mit Stolz. Bisschen viel Damage getankt. Und ein bisschen sehr viel Damage irgendwie. Aber Ignite ist draußen, oder? Das hatte ich eigentlich auch bei ihm raus gesehen. Boah, dieser Damage! Oh! So ein Knecht eine. Ich hatte mein Q ready. War übelster Stil. Das war richtig der Stil. Ich hätte ihn sowas von bekommen. Sie sagten, ich soll eine ordentliche Rüstung anziehen. Das ist eine ordentliche Rüstung, wo ich herkomme. Sie werden Krieg kennenlernen. Dealer. Sauber. So easy. Ja. Problem ist jetzt ein bisschen. Ja, der Weg ist so lang, da hätte ich mich sogar backporten können. Kacke. Aber ist okay. Finde ich recht blöd, weil Jasuo kommt jetzt mit Level Dings Roman. Mit Level 5, ich meine, da hat er noch gar nichts. Obwohl, ach so, okay. Er kommt halt nicht alleine. Das erklärt natürlich dann wieder einiges. Ist automatisch auch schon nicht mehr so dumm. Jetzt natürlich die Frage, wie lange sind sie Bot?
Wie weit kann ich pushen? Jaju ist auch noch Bot. Oh, da war ein Jail-Fail-Jump. Schön! Aber K6 ging irgendwie dann doch noch drauf. Ja, dann natürlich noch nicht geskillt den Jump, dann kommt er auch nicht so weit, Junge. Ein Verbündeter wurde getötet. Sie werden Krieg kennenlernen. Ein Gegner wurde getötet. Ja, wir pushen hier übertrieben in der Mitte. Kriegen eigentlich auch echt gut CS. Gangplank vs. Wukong auf der Toplane, auch sehr spannend. Und ich finde schon wieder, das Game ist schon wieder richtig gut. Das haben wir schon wieder so richtig gewonnen. Wukong kackt da natürlich den Gangplank gleich in die Unterhose. In die Box. Macht nichts. Bei uns läuft. Die Hauptsache. So, Ward noch. Perfekt. Jetzt haben wir Level 7. Jetzt haben wir so richtig schön Damage gegen. 46 CS und ich wette mal, ich habe nicht geguckt. 30 CS auf Jaju. 28, Freunde. Ich habe nicht geguckt, ich schwör's euch. 30 CS. Sehr gut. Und wenn wir jetzt mal die Items vergleichen, da ist Unterschied und der wird jetzt richtig Probleme in der Mitte bekommen. Ich sag auch, ah, okay, das habe ich jetzt gesehen. Ich dachte sogar fast, ja, okay, doch mit Level 6 ist er runtergekommen. Ich wollte gerade sagen, erstmal Level 5 vielleicht sogar. Vielleicht sollte ich jetzt auch nicht groß pushen. Ich freeze jetzt vielleicht lieber. Müssen wir mal gucken, was wir da jetzt so spontanes Schönes uns einfallen lassen. Provozier mich nicht. Ja, da sieht man das. Die haben Angst. Die haben Angst. Nice. War meine Ignite sogar von fast übertrieben. Sie werden es nicht genießen. Genauso hatte ich das auch mir auch geplant. Eine Frage der Ehre. So, 61 CS und Jaju hat jetzt gerade mal 6 CS dazu bekommen. Yeah. 301, da stehen wir auch echt schon wieder gut. Sie sagten, ich solle eine ordentliche Rüstung anziehen. Das ist eine ordentliche Rüstung, wo ich herkomme. Oh, ich glaube, er kommt wirklich nicht mehr zum Farmen so richtig. Ein Gegner. Haben wir oben einen verkackt. Ein Gegner wurde getötet. Oh, erstmal geblockt den Tower Attack. Oh, sehr schön, Botlane. Wuhu! Nicer Damage, würde ich auf jeden Fall sagen. Geblockt. Sie sagten, ich solle eine ordentliche Rüstung anziehen. Das ist eine ordentliche Rüstung. Sauber. Der Jump. Ey! Ihr Schicksal ist besiegelt. Ey, Tower, lass mich in Ruhe. Pantheon ist irgendwie saugeil. Seh dich. Mit Stolz. Vier. Null. Eins. So, und dann kaufen wir jetzt mal ein bisschen mehr Damage noch. Wieder zwei Wards. Schönen Danke nochmal für den Blue Buff. Das ist richtig geil mit dem. Können wir unseren Q auch schön poken. Und die Spider. Die macht auch Bye-Bye. Überlegen, ob ich irgendwie nochmal was ganke, sowas wie Top-End oder so. Mein Gott. Mein Speer ist rastlos. Mit
Na okay, Ulti war jetzt echt nicht optimal gesetzt, aber... Provozier mich nicht. Nice. KS. What the fuck, Freunde? Sie werden Krieg kennenlernen. Warte mal, wo ist mein scheiß Ward? Ja. Sag mal, wieso ist Trash Level 3? Was ist los bei ihm? Vorwärts. Oh. Leute, die Wette gewinne ich. Ein Gegner wurde getötet. Mein Speer ist rastlos. Ich kenne meinen Weg. Nein, da habe ich geskillt, gestielt. Gestielt wurde der mir. Jetzt kommen wieder die Greedy Master auf Desaster. Greedy Master. Ich glaube, ich gehe back. Mein Gott, was ist denn das? Wir verlieren Zeit. Mit Stolz. Red Buff, komm schon, du hast einen Red Buff. Sehr gut, 8-0. Oh, wen müssen wir hier fokussen? Gar keinen. No! Nein! Wieso kann ich nicht rüberjumpen? Too greedy! Too deep! Komm schon! Sauber mit den Raketen erstmal. Oh, K6, viele noch ein bisschen hier oben, kannst auch noch was holen. Ja, 4-0, also Quadra. So, Boot technisch bauen wir uns jetzt auch mal ganz frech die hier, finde ich. Ja, kurz einen neuen Stand durchgeben. 8, 1, 2. Sie sagten, ich solle eine ordentliche Rüstung anziehen. Das ist eine ordentliche Rüstung, wo ich herkomme. Ja. Habe ich ihn. Auf der Stelle. So, jetzt dafür hole ich mal sogar noch einen Tower jetzt. Sie entehren die Kunst des Krieges. Jazu erstmal auf 1, 6, 2 runtergeballert. Das ist so geil, wenn man den einfach so ein bisschen countert, Freunde. Dann geht das wirklich. Sie werden es nicht genießen. Schwächen nutzen. Rasieren. Ich kenne meinen Weg. Oh oh. Nein. Fuck. Movement. No, der war wunderschön gemacht. Oh shit. Er war zu schön. Ich
D164. Warte, komm schon. Leona, töte sie alle. Doppeltötung? Nein, okay, aber wir pushen einfach mal Mitte durch. Auch gut. Warum nicht? Provozier mich nicht. Keep it up. Komm schon, kriegt er, mach auf, die Minions dazu machen, macht einfach, oh, zu spät. Oh, bitte. Schön gezockt wieder, schön. Gemacht, hat uns natürlich gefallen. Nein, das gibt's doch nicht. Ich wollte mal auf meinen Stun chillen. Ich habe super viel Damage halt einfach. Aber wenn ich weglaufe und nicht fighte, dann bringt mir das natürlich auch nichts. Deswegen brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal. Nein. Ja. Nein. Oh, fuck. Ich wurde outplayed. Von mir selber. Ja. Ein Gegner wurde getötet. So, ich wollte einfach einen Inhib holen, Freunde. Mein Tod war sogar worth. Denn der Inhib ist very important. Eine Frage der Ehre. Und es ist wirklich auch eine Frage der Ehre. Also von daher war es das Beste, was ich mal hätte machen können. Und weil es worth ist, habe ich mir einen Schluck verdient. Sehr gut. Ich könnte schon wieder die Top-Lane einfach mal wieder ganken. Aber ich glaube, ich spare mir diesmal die Ulti auf, lieber für ein Engage. Was sagt ihr dazu? Der Incomplete fühlt sich dazu gut, finde ich. Sie werden Krieg kennenlernen. Auf jeden Fall ein bisschen unterbinden. Ich kenne meinen Weg. Ey, jetzt sterben wir hier nur noch weg. Gibt's doch nicht. Leute, habt ihr gesehen, wie viel Damage wir machen? Aber nein. Oh, krass. Die Spider farmt erst noch ein bisschen. Oh oh. Schön. Kommt sie auf jeden Fall mit bösen Damage. So, Sunfire fertig. Ah, okay, Ulti nach hinten hin. So, jetzt kommt meine Ulti. Ja. Nicht ganz die Range. Schön, da ist er slow. Tower wird getankt von Gangplank. Leona geht deep. Sollte sich vielleicht lieber zurückziehen. Auch nur vielleicht. Oh, dieser kleine Monkey. Der macht Damage. Auf der Stelle. Okay, er ist auf den Jazu. Er hat genau in der richtigen Sekunde gefragt, 12-4. Weil genau in der Sekunde haben wir gerade einfach mal einen Triple Kill hingelegt. Sie werden Krieg kennenlernen. Sehr geil. Ja, ja, ja. Objectives.
Da haben wir nicht ganz reagiert, aber mit dem Baron Call. Wie ist das? Oh, jetzt kommen sie alle. Mutig, mutig. Ach du Scheiße. Nicht wie zieht. Keine Ulti ab. Und ich von gerne keinen. Nein. Oh. Hoho. Sehr gut. Triple Kill Jazu. Back to the game oder was? Oh, sind die alle low hier. Er wird nicht reingehen dürfen. Ich habe noch Wayne gefokust, dachte, das muss sein. Wir haben so komische Fights zum Teil immer. Dieser Wukong und so nervt mich übelst. Wisst ihr was, Freunde? Wir sorgen dagegen. Auf der Stelle. Flash nach vorne und dann Ulti? Nein. Provozier mich nicht. Vorwärts. Ah, wieso nicht? So scheiß viel Damage immer. Karlitz, da kann ich nicht tanken, oder? Wer kann das tanken? Aber auch nicht so Bock, das zu tanken. Ich bin irgendwie fast noch der tankigste, wenn ihr mit meiner ganzen Armor, die ich jetzt gekauft habe. Ich kenne meinen Weg. Sauber. Oh, fuck, 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 mein Ulti wurde gecancelt. Oh. Aua. Autsch. Also, ein bisschen tanken. Ah, okay, das haben wir auch schon hier. Aus da. Werden nicht drin sein. So, erstmal alle unsere drei Flask lösen. Provozier mich nicht. Ja, komm Leute, das ist ein guter Call. Eine Frage der Ehre. Back by guys, back, 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 back. Wir haben zwei Inhibs. Wir haben Baron zurückkaufen, finishen, danke. Sie sagten, ich solle eine ordentliche Rüstung anziehen. Das ist eine ordentliche Rüstung, wo ich herkomme. So, 2k Gold müsste das kosten, oder? Ja, dann können wir unsere Flask noch verkaufen. Dann haben wir das. Wie soll ich eigentlich 34? Achso, wegen Baron? Kriegt man da so viel? Ja, anscheinend schon. Nein. Ja. Mein Speer ist rastlos. Oh, haben wir gerade noch einen Drake gemacht, weil kann ich ja irgendwie Rückkauf machen? Nee, zu spät. So, ganz entspannt, Toplane durchpushen, fertig ist die Möhre. Das sollten wir auch noch so gerade hinbekommen. Für den schnellen Clear.
Let's push stop. Wieso ist Leona Mitte? Wieso ist Ash Mitte? Weil wir denken, dass wir splitten können, weil wir strong enough sind. Danke, das Gold geht an mich. Dieses Down, die hat mich auch nicht so die Runde gerissen, fand ich. Ja, okay. Nicht zu fokussen ist auch nicht so die beste Alternative mittlerweile. Auch besser. Jawohl, schön. Haben wir jetzt aus 12-5 noch mit uns ein ordentliches Assist angefangen. Oh, gestand bin ich da. Und ja, mal wieder ein bisschen Elo, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet nächste Runde wieder ein. Gebt doch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, Pantheon-Runde. Und wie wir den Jazoo eigentlich gut rausgenommen haben. Leute, wenn die Gegner den Jazoo picken, versucht es irgendwie ein bisschen zum Counter picken. Und dann läuft das schon, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.